Gerade für die jüngere Generation ist es ganz normal geworden, im Internet Kontakte zu knüpfen. Sei es über Dating-Apps, Social Media oder über Computerspiele. Man kommt ins Gespräch, tauscht sich aus und mitunter entwickeln sich dabei richtig gute Freundschaften. Die Generation eurer Eltern würde das vermutlich nicht allzu gut heißen. Zu groß schätzen sie die Gefahr ein, dabei auf Betrüger oder Kriminelle hereinzufallen. Vielleicht habt ihr auch direkt Sätze aus eurer Jugend im Kopf, wo ihr von euren Eltern gewarnt wurdet, bloß keine persönlichen Daten rauszugeben und nicht zu viel von euch preiszugeben. Und vielleicht habt ihr das, so wie ich damals, ebenfalls mit einem Augenrollen abgetan. Man kennt schließlich die Leute, mit denen man jeden Tag mehrere Stunden redet und schreibt. Oder etwa nicht? Im Fall von Brack Bettner sollte einem 14-Jährigen genauso eine enge Internetfreundschaft zum Verhängnis werden. Bevor wir aber mit dem Video beginnen, möchte ich euch kurz noch BookBeat vorstellen. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich immer zum Einschlafen oder wenn ich unterwegs bin, Hörbücher höre. Und dafür ist BookBeat natürlich die perfekte App. Wenn man tagtäglich hunderte von Seiten liest, hat man nicht mehr so viel Lust, auch noch in seiner Freizeit zu lesen. Gerade zum Einschlafen ist BookBeat mega praktisch, da man einen Schlaftimer einstellen kann und sich so die lästige Suche nach einer Stelle am nächsten Morgen sparen kann. Ich habe euch jetzt schon viele Bücher vorgestellt. Die habe ich jetzt schon alle durch und jetzt gerade höre ich das System Söhring. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Da geht es um Jens Söhring, der vor über 30 Jahren den Doppelmord an den Eltern seiner damaligen Freundin gestanden hat. In den USA. Er revidiert zwar noch seine Aussage, wird aber trotzdem verurteilt. Mittlerweile ist er auf freiem Fuß und das System Söhring arbeitet den Fall extrem spannend, aber auch sachlich auf. Solltet ihr euch dafür nicht interessieren, könnt ihr natürlich auch selbst nach Titeln suchen oder ihr bekommt welche vorgeschlagen. Wenn ihr den Promocode Insolito eingebt, könnt ihr BookBeat für 2 Monate kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr möchtet. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Einfach draufklicken und loshören. So, und jetzt zum heutigen Video. Brack Bettner wurde am 17. März 1999 geboren. Seine Eltern Barry Bettner und Lauren LaFave kamen ursprünglich aus Texas, zogen allerdings 3 Jahre vor Bracks Geburt nach England und ließen sich dort in Caterham nieder. Caterham liegt in Surrey, in Südengland, und ist eine recht luxuriöse, aber zugleich ländliche Stadt mit schönen Wohngegenden. Familie Bettner konnte sich dort ein großes Haus leisten, da Barry als Ölhändler und Schifffahrtsberater sehr gut verdiente. Zeitweilen war er sogar Millionär. Lauren arbeitete als Lehrerin und merkte durch ihren Beruf schnell, dass sie auch selbst Kinder haben wollte. 1999 kam ihr erstes Kind Brack zur Welt. Der ausgefallene Name ist der Stadt Breckenridge in Colorado geschuldet, da sich Barry und Lauren dort kennengelernt haben. 1,5 Jahre später war Lauren erneut schwanger. Doch Brack sollte nicht nur ein Geschwisterchen kriegen, sondern gleich 3. Ende des Jahres 2000 kamen die Drillinge Chloe, Carly und Sebastian zur Welt. Brack verstand sich mit seinen Geschwistern gut und war auch auf der St. Bede's School in Red Hill, die er besuchte, sehr beliebt. Seine Freunde beschrieben ihn als warmherzig und lustig. Brack war ein sehr guter Schüler, der stets gute Noten mit nach Hause brachte. Das musste er auch sein, da er sehr große Ziele und Träume hatte. Brack wollte unbedingt Pilot werden. Dafür wurde er sogar Mitglied bei den Air Training Corps. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Militärjugendorganisation, die vom Verteidigungsministerium und der Royal Air Force gesponsert wird. Im Jahr 2006 trennten sich Barry und Lauren. Brack war zu diesem Zeitpunkt 7 Jahre alt. Anschließend lebte er mit seinen Geschwistern bei seiner Mutter in Caterham. Trotzdem hatte er weiterhin ein gutes und enges Verhältnis zu seinem Vater und besuchte diesen regelmäßig über das Wochenende. Brack blieb ein freundlicher und höflicher Junge. Mit seiner Mutter und seinen Geschwistern besuchte er regelmäßig die Kirche und half ihnen, wo er nur konnte. Seine Freizeit widmete er mittlerweile allerdings am liebsten den Computerspielen. Alles, was mit Technik zu tun hatte, faszinierte ihn von klein auf. Und seine Begeisterung hatte sich in seiner frühen Jugend darin gebündelt, gemeinsam mit einigen Freunden die Welt der Online-Spiele unsicher zu machen. Jeden Tag, wenn Brack aus der Schule kam, führte ihn sein erster Gang direkt an den PC.
Er setzte sein Headset auf und loggte sich bei TeamSpeak ein. Dort warteten bereits seine Freunde auf ihn. Bei TeamSpeak tritt man sozusagen in einen Raum und dort kann man miteinander sprechen. Also nicht nur zu zweit, sondern auch mit mehreren. Mittlerweile war Breck in einer sechsköpfigen Online-Spielgruppe. Die anderen kannte er alle persönlich aus der Schule. Gemeinsam spielten sie am liebsten Call of Duty oder Battlefield, also Ego-Shooter. Und das, obwohl Breck und die anderen gerade einmal 13 Jahre alt waren. Anfang 2013 lernten sie dabei einen gewissen Louis kennen, der unter dem Namen Eagle16 aktiv war. Die Jungen freundeten sich mit ihm an und von da an war Louis fester Bestandteil von Breaks Clique. Breaks Mutter, die ein Auge darauf hatte, mit wem und was Breck spielte, war darüber alles andere als begeistert. Dieser fremde Junge schien Breck nämlich innerhalb kürzester Zeit stark zu beeinflussen. Das lag an den Geschichten, die Louis aus seinem Leben erzählte. Louis sagt, er wäre schon erwachsen und hätte ein millionenschweres Unternehmen. Einmal erzählte er auch, dass er für die US-Regierung tätig sei. Ein anderes Mal behauptete er, in New York zu leben, dann wieder in Dubai oder in Syrien. Und obwohl Louis so viel über sich preiszugeben schien, wirkte er dennoch stets unnahbar und kühl. Das beeindruckte Breck. Er fing immer häufiger an, alleine mit Louis, ohne seine anderen Freunde zu schreiben oder über TeamSpeak zu reden. Louis wurde zu seinem Vorbild. Er wollte so sein wie er. Das bemerkte auch Lauren. Ihr Sohn fing an, anders zu sprechen und sich anders zu verhalten. Immer wieder erzählte er von Louis und seinen Ideologien oder Abneigungen. Breck weigerte sich weiter, die Kirche zu besuchen, da Louis gesagt habe, dass der Besuch in der Kirche nicht wichtig sei. Auch Hausarbeiten verweigerte er bald mit der Begründung, dass Louis gesagt habe, dass er das nicht tun müsse, wenn er das Chaos nicht verursacht habe. Lauren und Breck stritten immer mehr, da Breck immer das tat, was Louis sagte. Immer wieder hieß es, Louis hat dies gesagt, Louis hat das gesagt. Das Ganze führte so weit, dass Breck sich von seiner Familie völlig distanzierte und den gesamten Tag nur noch Videospiele gespielt hat. Er weigerte sich auch zur Schule zu gehen oder seine Hausarbeiten zu machen, da Louis versprochen hatte, ihm eine Ausbildung bei Microsoft zu arrangieren. Eines Tages erfuhr Lauren, dass Louis öfter verstörende Videos guckt, bei denen Leute enthauptet werden. Und diese Videos hat er anscheinend auch Breck gezeigt. Das war der Punkt, wo sie wusste, dass sie eingreifen muss, um ihren Sohn zu schützen. Lauren versuchte mit ihrem Sohn zu reden und an seine Vernunft zu appellieren. Warum sollte sich ein reicher und erwachsener Mann mit einem 13-Jährigen treffen, statt etwas mit Gleichaltrigen zu machen? Auch ihre Sorge, dass es sich um einen Pädophilen handeln könne, äußerte sie. Doch Breck nahm die Sorgen seiner Mutter nicht ernst. Er war sich sicher, dass alles stimmte, was Louis sagte, und sich dieser beim Zocken mit ihm nur von seiner stressigen Woche ablenken wolle. Mittlerweile war allerdings auch Brecks Spielgruppe zerbrochen. Louis hatte die Jungen immer wieder absichtlich gegeneinander aufgehetzt und manipuliert, weswegen es immer wieder zu Streit kam. Da Louis auch der Administrator ihres Spielservers war, konnte er die anderen Jungen nach Belieben vom Server schmeißen oder sie einfach stummschalten, wenn ihm ihre Meinung nicht passte. Breaks Freunde waren zunehmend genervt von Louis und seiner Art. Als sie mit Breck darüber sprechen wollten, wurde dieser wütend und stellte sich schützend vor Louis. Nur kurz darauf spielten die Freunde ohne Breck und Louis weiter, was dazu führte, dass das Band zwischen den beiden Jungen nur noch enger wurde. Lauren konnte nicht tatenlos zusehen und installierte eine Kindersicherung. Sie hat Breck jeglichen Umgang mit Louis verboten und kontrollierte seine Online-Aktivitäten. Doch Louis und Breck schafften es heimlich weiter miteinander zu kommunizieren. Lauren wusste nicht weiter, weswegen sie am 17. Dezember 2013 zur Polizei ging und ihre Bedenken äußerte. Sie hatte große Sorge, dass sich hinter dem Internetprofil Louis ein Pädophiler verbarg. Doch die Polizisten taten Laurens Sorge ab. Sie versuchten, sie zu beruhigen, behaupteten aber, dass sie Louis überprüfen und gegebenenfalls anfangen würden zu ermitteln. Doch bereits eine Stunde nach Laurens Anruf wurden die Ermittlungen eingestellt. Da Lauren mit der Polizei nicht zufrieden war, organisierte sie ein Treffen mit Brecks Freunden aus der Spielgruppe und deren Eltern. Breck war auch dabei. Bei dem Treffen warnte sie vor Louis und berichtete über all das, was ihr in den letzten Monaten aufgefallen war.
Zu ihrer Überraschung wirkte Breck bei diesem Treffen aber sehr einsichtig. Er schien die Sorgen seiner Mutter endlich ernst zu nehmen und versprach ihr, den Kontakt zu Louis ein für allemal abzubrechen. Lauren war überglücklich. Sie dachte, dass sie es endlich geschafft hatte, ihren Sohn zu erreichen. Doch leider war dem nicht so. Breck erzählte Louis von dem Treffen und berichtete auf Nachfrage über alles, was dort besprochen wurde. Louis schien darüber extrem besorgt zu sein. Er kommunizierte von da an nur noch über das Handy mit Breck. Dadurch wurde ihre Beziehung noch viel enger und vertrauter. Louis wirkte förmlich besitzergreifend Breck gegenüber. Als Breck im Februar 2014 auf Klassenfahrt in Spanien war, postete er ein Bild auf Social Media mit einer Freundin. Louis passte das gar nicht. Sofort bombardierte er Breck mit Textnachrichten und schrieb: "Nimm das sofort runter. Sie sieht aus wie eine Hure." Und natürlich tat Breck sofort das, was Louis wollte. Die Situation spitzte sich weiter zu und Louis wollte Breck ganz für sich haben. Irgendwann sagte er ihm, dass er unheilbar krank sei und ihm sein millionenschweres Unternehmen übergeben wolle. Dafür müsse Breck ihn besuchen, um die Unterlagen zu unterschreiben. Breck war sofort Feuer und Flamme und die beiden machten ein Treffen für den 16. Februar 2014 aus. Louis schickte ihm alle Anweisungen per E-Mail, damit Brecks Eltern nichts davon mitbekamen. An diesem Wochenende wäre Breck bei seinem Vater gewesen. Diesem erzählte der 14-Jährige, dass er nicht käme, da er bei einem Freund ein paar Straßen weiter übernachten würde. Er könne ihn aber am nächsten Tag, den 17. Februar, besuchen. Barry freute sich, da Breck seit dem vermeintlichen Kontaktabbruch zu Louis sehr zurückgezogen lebte und keine Freunde mehr traf. Er wünschte ihm viel Spaß und freute sich darauf, seinen Sohn einen Tag später als geplant zu treffen. Doch anstatt zu einem Freund zu gehen, stieg Breck in ein Taxi, das Louis bereits bezahlt hatte, und fuhr in das fast 50 Kilometer entfernte Grace in Essex. Als er ausstieg, fiel ihm auf, dass die Wohngegend nicht so luxuriös aussah, wie er es sich vorgestellt hatte. Immerhin hatte Louis gesagt, er führe ein millionenschweres Unternehmen. Dennoch klingelte er bei Danes, dem Nachnamen, den Louis ihm genannt hatte. Am 17. Februar kam Breck nicht wie geplant bei seinem Vater an. Er konnte ihn auch nicht erreichen. Barry informierte daraufhin Lauren, die an diesem Tag Geburtstag hatte. Ungefähr im gleichen Moment postete Eagle16 im Gruppenchat der Online-Spielgruppe Bilder einer entstellten Leiche. Man konnte aber noch eindeutig erkennen, dass es sich dabei um den 14-jährigen Breck handelte. Brecks Freunde waren völlig schockiert und schrieben die jüngeren Geschwister von Breck an, um diese zu fragen, ob es stimme, dass ihr Bruder tot sei. Die Drillinge wussten zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nichts von dem Tod ihres Bruders und liefen völlig aufgelöst zu ihrer Mutter. Mit den neuen Informationen rief Lauren sofort die Polizei an und kam diese damit nur wenige Sekunden zuvor, denn die Ermittler wollten im gleichen Moment Lauren kontaktieren, da Louis Danes sich selbst bei der Polizei gemeldet hatte und sie nur wenige Minuten zuvor in seiner Wohnung ein grausames Blutbad vorgefunden hatten. Bei Louis Danes handelte es sich um einen 18-jährigen arbeitslosen Computertechniker aus Essex. Er war ein Einzelgänger, der sehr zurückgezogen lebte. Nach der Trennung seiner Eltern, als er 16 war, zog er in die kleine Einzimmerwohnung in Grace, die seinen Großeltern gehörte. Auffallend war, dass Louis viel jünger aussah, als er eigentlich war, und auf seinen Bildern auch als 14-Jähriger durchgehen würde. An diesem Tag war ein Notruf von Louis eingegangen, bei dem er sehr ruhig schilderte, dass ein Freund ihn besucht habe, der Suizidgedanken hätte. Er habe ihn ablenken wollen, doch das habe nicht funktioniert. Es hätte einen Streit gegeben, bei dem Breck ihn angegriffen und Louis ihn daraufhin getötet habe. My friend and I got into an altercation and I am the only one who came out alive. Er selbst formulierte es bei dem Anruf als: "Nur einer von uns kam lebend heraus. Ich ergriff das Messer und stach ihm in den Nacken. Ich glaube in die Nähe des Hirnstamms. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, aber der Kampf endete damit,
dass ich ihm die Kehle durchgeschnitten habe. Als die Polizei und der Rettungsdienst an Louis' Wohnung ankamen, offenbarte sich ihnen ein Bild des Grauens. Sofort war klar, dass es nie einen Streit gegeben hat. Bragg befand sich in Louis' Schlafzimmer und lag dort, an Händen und Beinen gefesselt, leblos auf dem Boden. Er hatte mehrere Stichverletzungen am Hals. Louis hatte außerdem seinen Computer im Badezimmer mit Wasser zerstört, wahrscheinlich um Beweise zu vernichten. Als er merkte, dass die Ermittler ihm nicht glaubten, änderte er seine Aussage und gab an, dass Einbrecher gekommen wären und Bragg getötet hätten. Doch auch diese Version des Ablaufs glaubten die Ermittler nicht. Später hat man an Braggs Kleidung außerdem das Sperma von Louis sicherstellen können und fand heraus, dass dieser nur einen Tag zuvor Klebeband, Spritzen, Kondome und ein Messer gekauft hatte. Bei dem Messer handelte es sich um die spätere Tatwaffe. Ob Louis sich vor oder nach Braggs Tod an ihm vergangen hat, ist unklar. Louis wurde noch am Tatort festgenommen und bekannte sich bei Prozessbeginn am 25. November 2014 sofort schuldig. Am 12. Januar 2015 wurde er schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, was in England ein Mindeststrafmaß von 25 Jahren bedeutet. Die Staatsanwaltschaft führte auf, dass der Mord eine sexuelle sadistische Motivation hatte und Staatsanwältin Jenny Hopkins fügte hinzu: "Wir sind davon ausgegangen, dass Louis Staines, obwohl er erst 18 Jahre alt war, als er den Mord an Bragg beging, eine kontrollierende und manipulative Person war, die dieses Verbrechen sorgfältig geplant hat. Das Ausmaß der Planung und Manipulation durch Staines ist schockierend. Und wenn man das junge Alter von Täter und Opfer bedenkt, ist dies einer der grausamsten, gewalttätigsten und ungewöhnlichsten Fälle, mit denen wir je zu tun hatten." Und obwohl Louis vor Gericht aufrichtig und reumütig wirkte, erstellte er aus dem Gefängnis heraus einen Blog, in dem er Lauren verhöhnte und mehrfach betonte, dass seine Wohnung nicht unaufgeräumt gewesen sei, so wie die Medien behaupteten. Außerdem behauptete er, dass er leicht mit seinem ganzen Vermögen hätte fliehen können und dass die Medien ihn völlig falsch darstellen würden. Lauren zeigte ihn wegen Beleidigung an, doch die Anklage wurde fallen gelassen. Auch Google weigerte sich, Louis' Blog zu löschen und informierte Lauren nur darüber, dass sie sich dafür persönlich an Louis wenden müsse. Den Polizisten war es völlig schleierhaft, wie es Louis überhaupt gelungen war, den Blog aus dem Gefängnis heraus zu erstellen, da man, als man seine Zelle überprüfte, kein Handy fand. Und Braggs Familie sollte noch lange keine Ruhe haben. 2019 wurde eine von Braggs Schwestern über Snapchat bedroht. Der Nutzer behauptete, Louis' Cousin zu sein, und schrieb ihr, dass er wisse, wo Bragg begraben läge und seinen Grabstein zertrümmern würde. Auch hier wurde die Polizei informiert, aber ermittelt wurde wieder nicht. Kurz darauf folgten Braggs Schwestern auf Instagram Fake-Accounts ihres Bruders. Auch nach mehrmaliger Beschwerde wurden die Accounts nicht gelöscht, mit der Begründung, dass dies nur die Person selbst fordern könne, über die die Fake-Accounts erstellt wurden. Lauren gründete die Bragg Foundation, mit der sie auf die Gefahren des Internets aufmerksam machen will. "Ich möchte, dass die Tragödie von Bragg allen die Augen öffnet, um die Gefahren von Online-Straftätern zu erkennen. Das ist heute eine sehr reale Gefahr. Wir müssen alle aufeinander aufpassen." Außerdem verklagte sie die Polizei von Surrey. Als sie sich 2 Monate vor Braggs Tod bei der Polizei gemeldet hatte, hatten diese ihr zugesichert, Louis zu überprüfen und gegebenenfalls Ermittlungen einzuleiten. Louis wurde aber nie überprüft. Hätte man das getan, hätte man in seinem Vorstrafenregister sehen können, dass er bereits 3 Jahre zuvor wegen Verdachts auf Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen an einem 15-Jährigen festgenommen wurde. Er soll angeblich auch Kinderpornografie besessen haben. Hätte man Louis überprüft, hätte man damit vielleicht Braggs Leben retten können. Lauren wurde zwar Schmerzensgeld gezahlt, doch die Schmerzen, die sie jeden Tag spüren muss, weil ihr 14-jähriger Sohn an ihrem Geburtstag auf brutalste Art und Weise ermordet wurde, wird kein Geld der Welt jemals wettmachen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Ein wirklich grausamer Fall, der einen vielleicht noch einmal wachrüttelt
und zeigt, dass man Leuten im Internet nicht zu schnell vertrauen sollte. Und vor allem, dass man einen Blick darauf haben sollte, was die eigenen Kinder im Internet so treiben. Wenn das Video euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Damit unterstützt ihr mich wirklich enorm. Und damit wird auch das Video anderen Leuten vorgeschlagen, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Ach so, und abonniert mich auch gerne auf Instagram oder tretet unserem Discord bei. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Gute Nacht und bis dann.